Nun verwende ich eine Bumpmap, die Details auf die Objekte packt, ohne dass ich mehr Trees oder mehr Quads erzeugen muss. Also brauche ich nicht mehr Geometrie erzeugen, aber ich kann eine Grafik erzeugen, als Bild mitliefern, die dann die Render Engine zur Renderzeit richtig schön mit Licht füllt. Einzige Nebeneffekt dieser Bumpmap ist, sie wirft keine Schatten irgendwo hin. Aber wir machen das auf der Oberfläche und dann stört es auch nicht, fällt es auch nicht auf, dass die Schatten fehlen. Ich mache da mal eine von den Maps und dann gucken wir einfach. Den Rest mache ich dann im Fast Forward. Ich suche mir ein einfaches Objekt raus, gerade vielleicht so eine Bodenplatte. Konzentriere mich mal auf die. Wenn man die genau von oben anschaut, sieht die so aus. Und die würde jetzt, wenn wir die mal texturieren würden. Ich gehe jetzt mal in den Node Editor hier. Da würden wir sehen, dass die Darstellung passiert über den Output Node hier. Hier kriegt er die Fläche irgendeine diffuse Farbe und hier hängt immer schon unsere Image Texture rum, die wir vorher mühsam gemalt haben. Wenn wir das hier verbinden und hier auf Material gehen, dann sehen wir, dass, Moment, blau, da muss ich nochmal auf Material gehen, und dann sehen wir das auch so eingefärbt, wie wir das haben. Wenn wir das hier wieder abziehen, dann haben wir diese weiße Farbe, die wir hier eingestellt haben. Da stelle ich, glaube ich, mal eine andere Farbe ein, falls ich das mal ab und zu abziehe. Irgend so ein schönes mittleres Grau. So, jetzt sind die alle grau gefärbt. Ich will das dann auch so lassen, weil ich bei der grauen Farbe eher sehen kann, wie meine Bumpmap rauskommt, als bei der lilanen. Also lasse ich diese Image Text schon mal eine Zeit lang hier in der Luft hängen. Ich muss ein bisschen rübergehen, dass ich noch ein bisschen Platz habe. Ich dupliziere die mit Shift-D und suche mir eine neue Fläche raus, in die ich die Bumpmap packe. Da muss ich schnell zurück zum Image Editor. Irgendwie Image Editor hier. Das ist ja eine 4K große Karte. Da mache ich jetzt eine neue Image New. Sag okay, das ist Material Bump. So wird die dann heißen. Die wird dann 4K haben. So. 4096. Die kriegt bei mir auch einen Grauwert. Die braucht jetzt explizit einen mittleren Grauwert, weil mittlerer Grauwert heißt keine Höhenveränderung. Alles, was dunkler ist, drückt die Oberfläche nach innen von dem mit der Bumpmap belegten Objekt. Alles, was heller ist, zieht sie nach außen. Das sind dann also so aus die 4K-Map. Material Bump sehe ich hier. Ich gehe zurück zum Node Editor. Da. Ah, ich wollte noch was machen. Ich wollte noch meine Keys einschalten, dass man die auch schön sieht. So, dann mache ich die Bump Map auf und der Shader hier, der kann aber nur Normals. Displacements hier sieht nicht gut aus, beziehungsweise funktioniert oft nicht, je nach Zusammenhang, in dem man das verwendet. Deswegen nehme ich hier so ein Bump-Teil, ein Bump-Converter, Bump zu Normal. Der macht eine Normal-Map hier drauf. Und der kriegt mein Bild als Eingang, aber nicht die Farbinformation, sondern die Höheninformation, also Non-Color-Data. Dieser Color-Ausgang hat dann keinen Farbwert mehr, sondern irgendeinen numerischen Wert. Damit gehe ich hier in die Höhe und hiermit habe ich aus dem Bild, was ich gleich bemalen werde, über diesen Bump Node eine Normal Map erzeugt, die auf meinen Normal Knoten geht und das als Material Output. Gucken wir uns das mal im UV Image Editor wieder an. Die Karte haben wir noch nicht bemalt, die Map. Jetzt
haben wir hier unsere eine Bodenplatte, zoomen die ein bisschen raus. Die hat Ränder, aber wir gehen jetzt mal in den Texture Paint Mode. So, da haben wir noch Fill eingestellt von vorhin, da machen wir Texture Draw draus. Ich setze hier gleich mal ein paar Farben, die ich brauche. Nämlich zum einen brauche ich ein richtig schönes Weiß. So, das nehme ich sogar gleich hier in die Palette. Dann brauche ich das als richtig schönes Grau. Am besten das gleiche Grau, das wir gerade schon hatten. Tue ich das in die Palette. Und dann nehme ich das Schwarz von gerade. Na, so, tu das auch noch in die Palette. Jetzt habe ich diese Farben, die ich da brauche, oben die Brush eingestellt und jetzt kann ich im Prinzip hier auf diese Fläche malen. Probieren wir das mal aus. Mit F kann ich die Pinselgröße verändern, den mache ich ein bisschen kleiner. So, dann... Oh, wie befestigen wir unsere Bodenplatte? Wir machen da Schrauben ins Eck. Also machen wir vielleicht hier eine Schraube. Jetzt sehen wir hier komischerweise nichts. Liegt daran, dass wir hier noch nicht auf Material gestellt haben. Gucken wir mal, ob das die richtige Map ist, die wir hier haben. Ob hier unser Knoten stimmen. Müsste eigentlich alles tun. Ja, es hat noch einen anderen Grund. Und zwar haben wir vorhin beim Malen eingeschränkt, dass das Malen nur dort passiert, wo man mit im Editor Flächen selektiert haben. Hier haben wir keine selektiert bis jetzt und das will ich auch nicht, also knipse ich das wieder aus. Jetzt probiere ich ein weiteres Mal hier oben so eine Schraube reinzusetzen. Also eine Schraube hier oben, eine Schraube hier unten. Eine da und eine da. Die sind jetzt nach vorne gewölbt, weil weiß, wenn ich hier schwarz nehme als zweite Farbe, dann kann ich damit Löcher machen. Ich suche einen anderen Linienstil raus. Ich habe bis jetzt Punkte gemacht, ich will aber Linien machen. Also machen wir da mal eine Linie hin. Die geht von hier. Klicken. Das Alt festhalten beim Malen sollte halt, wenn ich das Alt auch erwische, das sollte das die Linie in 45 Grad Winkeln stabilisieren. So, hier runter. Dann fangen wir hier an. Gehen hier runter. Dann fangen wir hier an. Hier runter. Dann hier draufklicken, ziehen. Wir brechen ein bisschen Symmetrie. Gehen darüber, gehen da wieder hoch. So, dann haben wir hier unsere erste Fläche. Ah, da müssen wir fast noch was innen rein machen, dass es ein bisschen bodenflächiger aussieht. Also machen wir da ein paar Linien, die uns so den bisschen geriffelten Boden darstellen. Nicht zu viel Aufwand hier reinstecken. Das können wir später, wenn unser Spiel funktioniert, dann immer noch schöner machen. Nachher werde ich noch die Übergänge noch ein bisschen verschönern. So, da machen wir noch eine kleine hin. So, müssen wir da noch ein bisschen. Dann nehme ich jetzt wieder einen anderen, wieder den Space. Da kann ich dann einfach hier das ausbrechen, was dann nicht funktioniert hat. So, das ist also richtig schönes Handmalen. Mit den Werkzeugen, die wir haben. Ich habe auch ein Kurvenzeichenwerkzeug, aber ich muss über 10 Flächen texturieren. Und so ein bisschen hemdsärmlich gemalt ist auch schön, weil es dann wieder ein bisschen natürlicher aussieht, als wenn alles so synthetisch ist. So, na. Okay, da können wir das fast lassen. Das auch. Da könnte noch was hingehören. Ziehen wir da noch eine schräge. Nur. So hatte ich mir das nicht vorgestellt.
Machen wir die noch weg. Und das liegt einfach daran, dass ich hier einfach Linienmodus übersehen hatte. Mache ich hier eine Linie. Schräge Linie bis da. Gerade Linie bis da. Na, schräge Linie bis da. Gerade Linie darauf. Können wir das da fast hier löschen. Das Innere. Wo sind die Spaces hier? Da können wir das da wegmachen. So, das überschreibe ich dann einfach. So, dann haben wir das hier. Das Außenkante sieht ein bisschen krumm aus. Also ist die Frage, ob wir da vielleicht noch schnell eine Linie setzen. Wenn wir wieder bei Linie sind. So, und darunter. Gut. Können wir da oben noch eine reinsetzen. Fällt das auch. So, jetzt haben wir da unsere erste Bodenplatte. Vier Schrauben, so ein bisschen Gittermuster. Sieht ein bisschen aus wie so eine Küchenspüle. Und die ganze Struktur, die kommt, ist nur in der Bitmap. Das ist keine Geometrie, keine Trees, die dann die Render Engine anfassen muss. Und weil der Rest einfach das gleiche über und über ist, mache ich das Ganze jetzt im Fast Forward weiter. Nicht vergessen, dieses Bild, was wir dadurch malen erzeugt haben, abzuspeichern. Später merkt sich Blender das dann, aber wir müssen es auf jeden Fall einmal gespeichert haben. Also unbedingt dran denken.
Thank you.